Herzlich willkommen bei Meinungsheld. In diesem Video möchten wir über das Thema Werkbank sprechen. Eine Werkbank gehört zur Basisausstattung eines jeden Heimwerkerkellers. Der Handel bietet große und feststehende oder kleine und mobile Modelle an. Neben der Größe unterscheiden sie sich in der Ausstattung, dem Material sowie der Dicke der Arbeitsplatte. Für dieses Video haben wir ein sehr gutes Modell vom Hersteller Wolfcraft genauer ausgewertet. Was diese Werkbank alles kann und wo ihr sie günstig bekommen könnt, schauen wir uns jetzt an. Schaut einmal in die Infobox unterhalb des Videos. Dort findet ihr mehr Infos und die Links zu den besten Deals, die wir für euch gefunden haben. Die Werkbank Masterwork 1600 bietet neben der Arbeitstischfunktion zahlreiche Spannmöglichkeiten und Befestigungsoptionen für stationäre Geräte. Das stabile und standfeste Gestell aus Aluminium ist kompakt und klappbar. Dadurch kann man es leicht und schnell überall hin transportieren. Die Arbeitsfläche beträgt 103 x 69,5 cm und besteht aus 2,2 cm starkem MDF-Material. Das Gesamtgewicht umfasst 26 kg mit einem Gesamtmaß von 117 x 78,2 x 21 cm. Um die optimale Arbeitshöhe für die eigene Körpergröße zu ermitteln, misst man den Abstand vom Handgelenk zum Boden, wenn man ganz normal steht. Diese Distanz entspricht dann der idealen Arbeitshöhe der Werkbank. Dieses Modell lässt sich mit bis zu 120 kg belasten und sorgt mit dem verstellbaren Fuß für Standfestigkeit auf unebenen Flächen. Die Platte verfügt über 2 cm Bohrungen, auf denen man diverse Spannhilfen flexibel positionieren kann. Zusätzlich dazu gibt es Langlöcher, die den Einsatz von Einhandzwingen in der Fläche ermöglichen. Wer große Werkstücke am Tischprofil fixieren möchte, kann die zwei großen oder die zwei kleinen Spannblöcke dafür nutzen. Diese erweitern die Auflagefläche unter der Tischplatte, so dass man die Zwingen optimal anwenden kann. Die Spannblöcke können auch als Auflageflächen genutzt werden, wenn man den Tisch in geklapptem Zustand freistehend lagern möchte. Die vier kleinen Spannbacken werden als Stopper zum Anlegen von Werkstücken eingesetzt. Für den stationären Einsatz für Sägen und Bohrer sind Befestigungsschlitze und Lochbohrungen in der Arbeitsplatte vorgesehen. Im Lieferumfang mit dabei sind vier Spannklötze, vier Spannbacken, ein Innensechskantenschlüssel sowie Befestigungsmaterial für eine Kapp- und Gärungssäge. Wie gesagt, ist dieses Modell mobil und klappbar. Solche Werkbänke lassen sich dann besonders flexibel einsetzen. Idealerweise werden sie kombiniert mit einem Werkzeugwagen oder einem Werkstattwagen, in dem das Werkzeug aufbewahrt wird. Auf der anderen Seite ist der Einsatzbereich einer mobilen Werkbank etwas eingeschränkter als bei einer feststehenden Werkbank. Auf eine feste Werkbank kann beispielsweise eine Standbohrmaschine samt Schraubstock angebracht werden. Dafür sind mobile Werkbänke nicht geeignet. Unterhalb des Videos findet ihr die Links zu den besten Angeboten. Schaut also einmal vorbei, damit ihr etwas Geld sparen könnt. Über ein Like sowie ein Abo freuen wir uns natürlich. Bis zum nächsten Mal auf Meinungsheld.